Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Purzelbaumprofessors Vorlesung Kindgemäße Bewegungserziehung in der Schule. Heute aus dem Thüringer Wald, genauer gesagt aus Schnepfenthal. Ich stehe hier nämlich auf dem historischen Gymnastik- und Turnplatz der Salzmannschule. Mein Dank gilt der Schulleitung dafür, dass ich hier heute drehen darf. Und bevor es losgeht, führe ich euch erstmal hier durchs Gelände. Los geht's! Die sportgeschichtliche Forschung geht davon aus, dass es sich um den ersten solchen Platz überhaupt handelt. Und damit wird klar, dass das Turnen anfangs eine Outdoor-Sportart war. Der Schöpfer dieses Platzes war ein gewisser Johann Christoph Friedrich Gutsmuths, seines Zeichens Philanthrop, das heißt Menschenfreund. Und Lehrer an der Schule, die Christian Gotthilf Salzmann 1784 in Schnepfenthal gegründet hatte. Gutsmuths veröffentlichte 1793 ein Buch mit dem Titel Gymnastik für die Jugend, hier ein Nachdruck aus dem Jahr 1893. Das als erstes systematisches Lehrbuch der Leibeserziehung gelten kann und ein Bestseller war, wie der Sporthistoriker Michael Krüger 2005 schreibt. Gutsmuths unterscheidet darin drei Gattungen von Leibesübungen: eigentliche gymnastische Übungen, Handarbeiten und gesellschaftliche Jugendspiele. Das Ganze ist für ihn die Gymnastik. Den Begriff Turnen übernahm er erst später von Friedrich Ludwig Jahn. Seine Gymnastik bezeichnete er als, ich zitiere, Arbeit im Gewande jugendlicher Freude. Arbeit im Gewande jugendlicher Freude. Ziemlich zerflattert schon. Und, das ist neu, er bezeichnete Gymnastik als pädagogisch. In reichhaltiger Beschreibung und anschaulicher Illustration zeigt er unter anderem Springen, Laufen, Werfen, Ringen,
Klettern, Heben und Tragen, Tanzen, Gehen, militärische Übungen, Baden und Schwimmen sowie Gleichgewichtsübungen. Eine dieser Übungen ist der sogenannte Fußkuss. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Und ihr könnt gleich mitmachen. So, jetzt sind wir alle schön beweglich und es kann weitergehen. Pädagogisch ist die Gymnastik für Gutsmuts, insofern sie nützlich ist, und zwar einerseits im Hinblick auf, heute würde man sagen, Gesundheit und Fitness, und andererseits im Hinblick auf die Ausgeglichenheit von Körper und Geist. Ich zitiere ihn nochmal. Lasst uns demnach der körperlichen Erziehung mehr Ton und Kraft geben, dem, was ich Verfeinerung nannte, wirksam entgegenarbeiten. Und so sei denn der einzige wahre Hauptzweck der Gymnastik Harmonie zwischen Geist und Leib. So spricht der gute alte Kollege Gutsmuts vor ca. 230 Jahren. So alt ist auch schon dieser Turnplatz, das muss man sich mal vorstellen. Natürlich werden die Geräte immer mal wieder restauriert, aber das ist schon wirklich eine bemerkenswerte historische Stätte. Eingebettet ist dies in das pädagogische Gesamtkonzept des Philanthropismus, der davon ausgeht, dass Missstände auf Unwissenheit, falsch verstandene Kultivierung und schlechten Unterricht zurückgehen. Dem wurde eine planmäßige und naturgemäße Erziehung zur Denkfähigkeit entgegengesetzt, allerdings zunächst nur für Knaben, mit dem Ziel der bürgerlichen Brauchbarkeit. Eine romantische Verklärung der Philanthropen erscheint deshalb unangebracht. Gleichwohl ist anzunehmen, dass das Philanthropinum zu Schnepfenthal damals schon eine progressive Schule mit einem ganzheitlichen Bildungskonzept war. Und das zeichnet die Salzmann-Schule bis heute aus. Wer sich dafür interessiert, findet einige Links in der Beschreibung des Videos. Warum bin ich überhaupt hier? Weil die Salzmann-Schule an der Schwelle zum 19. Jahrhundert vermutlich die erste von der Sorte war, die wir heute bewegte Schule nennen. Und damit steigen wir ein ins fünfte Kapitel, bewegte Schule oder alte Schule neu gedacht. In diesem Kapitel geht es darum zu zeigen, wie die bewegte Schule entstand, was sie heute darstellt, wie sie begründet und wie sie beforscht wird. Die bewegte Schule, so die Definition von Balz, Kössler und Neumann 2001, ich zitiere, ist jene Einrichtung, die Bewegung in den Unterrichtsfächern und im Schulalltag zum Prinzip des Lernens und Lebens macht. Zitat Ende. Hinter der Entwicklung der bewegten Schule sehen Thiel, Teubert und Kleindienst Zachey einen bedeutenden Paradigmenwechsel. Weg von der Förderung talentierten Nachwuchses hin zur Bewegungserziehung mit den Schwerpunkten motorischer und gesundheitlicher Förderung. Dieser Paradigmenwechsel habe wiederum drastische Veränderungen der kindlichen Lebenswelt in den letzten Jahrzehnten zur Voraussetzung, so die Autoren. Die bewegte Schule sei also zunächst als Kompensationsinstanz gesehen worden. Im weiteren Verlauf sei aber das Prinzip Bewegung als Element einer Gesundheitsförderung immer mehr in den Vordergrund gerückt, woraus sich Anschlussmöglichkeiten an die aufblühende schulpädagogische Reformbewegung ergeben hätten. In den Blick sei vor allem die Primarstufe genommen worden, vermutlich deshalb, so die Autoren, weil im Primarstufenbereich die flexible Gestaltung des Tagesablaufs und der Lehrplan mehr Freiheit zulassen lassen, als dies in weiterführenden Schulen der Fall ist. Die Idee der bewegten Schule habe also schnell Attraktivität erlangt und eine Vielzahl an Einzelprojekten und eine regelrechte Flut an wissenschaftlichen Veröffentlichungen hervorgebracht. Diesen Arbeiten, die zum Teil als fachdidaktische Entwürfe, zum Teil als wissenschaftliche Projektbegleitungen angelegt sind,
liegt sämtlich die Intention zugrunde, mehr Bewegung in die Schule zu bringen. Tatsächlich ist diese Idee allerdings nichts Neues, sondern gute alte Schule, wenngleich neu gedacht. Und deshalb werde ich nun im folgenden ersten Abschnitt zeigen, welche historischen Vorbilder wir kennen. Dannenmann 1997 zeigt auf, dass bereits Comenius im 17. Jahrhundert körperliche Erziehung mit täglichen Bewegungsübungen als Teil der Gesamterziehung betrachtet hat. Weiterhin hätte für die deutschen Philanthropen im Anschluss an Jean-Jacques Rousseau, ich zitiere Dannenmann, eine Vervollkommnung des Geistes und der Seele nur in Verbindung mit körperlicher Förderung mit Gymnastik gelingen können. Zitat Ende. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sei es ferner in Preußen und in Bayern ministeriell gefordert gewesen, dass es während des Unterrichts regelmäßige Freiübungen geben soll. Adolf Spies, der das wilde Kerle-Turnen Friedrich Ludwig Jahns schulfähig machte, sei von der täglichen Turnstunde überzeugt gewesen und tägliches Turnen sei im Übrigen auch von den Lehrern erwartet worden. Dass dahinter ein militärisches Kalkül steckte, soll nicht verschwiegen werden und relativiert gewiss die Vorbildlichkeit des preußischen Schulturnens. Forderungen nach mehr Bewegung in der Schule sind, sowohl von Seiten der Pädagogen als auch von administrativer Seite, immer wieder erhoben worden. Und doch waren es nur einzelne Reformschulen, die sich dieses Anliegen tatsächlich zu eigen machten. Vier konkrete historische Formen der bewegten Schule stellen Stippe und Stariha vor. Erstens, die philanthropischen Musterschulen Dessau und Schnepfenthal im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts markieren wichtige Stationen auf dem Weg zur Aufnahme von Leibesübungen, Bewegung und Spiel in die Schule. Ziel der Erziehung war es, irdische Glückseligkeit und Vollkommenheit zu erreichen. Weil dies, wie wir bereits gehört haben, nur in der Harmonie zwischen Geist und Körper als möglich gedacht wurde, galt es, für einen gesunden und funktionsfähigen Körper zu sorgen. Schulischer Sitzzwang wurde nicht nur abgelehnt, sondern konzeptionell durch Alternativen des bewegten Lernens ersetzt, die auf der sensualistischen Denkweise beruhten, dass die Begriffsbildung nur über vom Geist verarbeitete Sinneseindrücke geschehen kann. Zur Umsetzung dieser Vorstellung wurden beispielsweise Lehrstoffe spielerisch verpackt. Die tägliche Bewegungszeit galt als obligatorisch, wobei hier auch Spielnachmittage und Wanderungen inbegriffen waren. Insgesamt unterstanden die Leibesübungen, die im Übrigen systematisch gemessen und protokolliert wurden, einem utilitaristischen Paradigma, wonach ihr pädagogischer Einsatz unmittelbar lebensvorbereitenden Nutzen hat und damit eine wesentliche Grundlage der Erziehungskonzeption darstellt. Zweitens, die herbartianischen Übungsschulen, wie etwa die Jenaer Übungsschule, waren Einrichtungen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Erziehungsmodell Herbarts interpretierten und unterrichtspraktisch weiterentwickelten. Hierbei spielt erstmals das Schulleben eine bedeutende Rolle und hier insbesondere das Turnen. Großer Wert wurde auf den Wechsel von geistiger Beanspruchung und körperlicher Erholung gelegt. Das Turnen, sommers im Freien, winters in einer Halle, war fest im Stundenplan verankert und prinzipiell täglich möglich und pädagogisch gewünscht. Außerdem gab es athletische Übungen, Schwimmen und Wassersportarten, Wintersportarten und Spiele wie Fußball, Tennis, Cricket und Golf. Drittens, das zentrale Anliegen der Versuchsschulen für praktische Pädagogik auf dem Lande, auch deutsche Landerziehungsheime genannt, war um die Wende zum 20. Jahrhundert eine allseitige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Charakteristisch für den Tagesablauf war der rhythmische Wechsel von wissenschaftlichen und körperlichen Tätigkeiten sowie von Anstrengung und Erholung. Täglich waren 2 Stunden für Leibesübungen vorgesehen, die der Gesundheitsförderung und der Charakterbildung dienen sollten. Letzteres allerdings auch, wie etwa bei Jahn, in nationalistischer Absicht. Viertens.
Im reformpädagogischen Schulmodell Tiefensee der 1930er Jahre waren Leibesübungen, Bewegung und Spiel feste Bestandteile des Schullebens und einer Erziehung, die statt auf Belehrung auf selbsttätiges Handeln setzt. In diesem pädagogischen Zusammenhang gehen Sport, Spiel und Arbeit fließend ineinander über. Der Fächerkanon mit Stundentakt ist zugunsten eines ganzheitlichen Unterrichts aufgehoben. Spielerisches und sportliches Können, so wurde angenommen, sollte sich auf außersportliches Leben und Leisten übertragen. Also alles schon mal da gewesen. Das fällt einem bei der Lektüre dieser Studien ein. Und Dannenmann fragt sich, worin die Gründe des Scheiterns solcher Schulmodelle liegen, welche Fehler gemacht wurden, auf welchem Weg die großartige Idee der bewegten Schule unmerklich verloren gegangen ist. Da diese Frage bislang nur spekulativ und nicht abschließend beantwortet worden ist und da ich mir nicht anmaße, dies hier zu tun, sei sie als erste Anregung für das Selbststudium zu diesem Kapitel gegeben. Das war's für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Purzelbaumprofessor.